Bernhard, was macht man eigentlich in der ersten Fahrstunde? Diese Frage bekomme ich sehr häufig. In diesem Video möchte ich euch einen kurzen Überblick geben, was man so in der ersten Fahrstunde erleben wird. Ich werde euch in diesem Video wirklich nur einen kurzen Überblick geben, damit es nicht zu lang wird. Wir schauen also nur wirklich, was steht so im Lehrplan, wie schauen diese Übungen in etwa aus, werden aber nicht genau auf die einzelnen Übungen eingehen. Hier habe ich beispielsweise einen Lehrplan der WKO für die Fahrschulausbildung ausgegraben, normale Vollausbildung für PKW, B-Führerschein. Und wenn wir hier schauen, im Beginn sind wir hier im Bereich Vorbereitung und Vorschulung. Die erste Fahrstunde wird wahrscheinlich mal damit beginnen, dass dir dein Fahrlehrer, deine Fahrlehrerin eine ausführliche Erklärung gibt, was man vor Fahrtantritt überprüft, nämlich die Rundgangkontrolle. So steht es zumindest im Lehrplan. Ich habe dazu schon ein Video gemacht, verlinke ich euch an der Stelle. Jetzt wollen wir nur einen Überblick bekommen über das Ganze. Dann geht es weiter zu den Innenkontrollen und richtige Sitzeinstellung. Auch dieses Video verlinke ich euch, beziehungsweise findet ihr den Link unter diesem Video. Dazu gehört natürlich auch die richtige Spiegeleinstellung. Dann geht es weiter und man schaut sich an, wie man ein Fahrzeug richtig in Betrieb nimmt, dass man hier einfach die Basics einmal lernt. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht und auch dieses werde ich euch natürlich selbstverständlich verlinken. Ja, weiter geht es dann mit den Betätigungseinrichtungen. Da wird dir deine Fahrlehrerin, dein Fahrlehrer erklären, wie funktioniert die Kupplung, was ist das Kupplungspedal, was sind die Pedale, wie halte ich die Lenkradeinrichtung korrekt und so weiter. Also wie gesagt, die gesamten Betätigungseinrichtungen kennenlernen. Ja, und dann geht es schon darum, wenn ich ein Fahrzeug mit manuellem Getriebe habe, die Kupplung kennenzulernen, eine der schwierigeren Aufgaben am Anfang. Selbstverständlich, also ich habe zu dem allen eigentlich schon Videos gemacht, auch zum Anfang mit Kupplung gibt es schon ein ausführliches Video, wo ich das dann genau erkläre. Ja, aber wie gesagt, wir wollen jetzt den Überblick behalten, es geht dann einfach eben um dieses Kennenlernen des Anfahrens mit Kupplung. Video dazu verlinke ich euch wieder darunter. Und beziehungsweise beim Automatikgetriebe brauche ich das natürlich jetzt nicht extra üben, aber es geht ja dann auch weiter schon mit dem Einlegen des ersten Ganges, beziehungsweise eben bei der Automatik auf Drive schalten. Auch zur Automatik habe ich hier schon ein Video gemacht übrigens, gell? Ja, wenn man das mal geschafft hat, dann kann man ja eigentlich auch schon anrollen und das wird auch die erste Übung sein. Man übt das übrigens laut Lehrplan mit dem sogenannten 7-Meter-Pendeln und das habe ich jetzt auch gerade aufgebaut hier für die Fahrlehrerausbildung. Ich bilde ja quasi jetzt hier gerade die Lehrer aus, die Lehrerinnen aus, die euch in Zukunft vielleicht unterrichten werden. Und jetzt schauen wir uns gleich an, wie die sich anstellen beim 7-Meter-Pendeln. Alter, da kommt der Vorschlag. Wahnsinn, Wahnsinn. Hallo, grüß euch. Also hier die 7-Meter-Pendelübung seht ihr gerade, wird gerade geübt hier. Und es geht darum, einfach mit der Kupplung das Gefühl für das Fahrzeug so zu entwickeln, dass ich praktisch ohne Betätigen der Fußbremse an der Stange jeweils vorne und hinten stehen bleibe. Die Stange sollte nicht umgeworfen werden dabei. Nur berührt. Wenn ihr da mal abgewürgt habt, wird wahrscheinlich euer Lehrer gleich den Schnellstartvorgang mit euch üben. Und wird mit euch das Bremsen genauer besprechen. Übrigens zum degressiven Bremsen sowie zur Notbremsung habe ich auch schon ein Video gemacht. Auch das verlinke ich euch an dieser Stelle passenderweise unter diesem Video. Also ihr habt hier praktisch das gesamte Wissen auch nochmal in Einzelvideos ausführlich erklärt. Aber wir müssen hier jetzt schnell durchgehen und euer Lehrer, eure Lehrerin erklärt es ja euch dann. Ich will euch einfach nur einen Überblick geben. Und was ich natürlich auch noch dazu sagen möchte, ist es vollkommen klar, dass das jetzt eine beispielhafte erste Fahrstunde ist. Das heißt, es wird natürlich bei jeder Fahrstunde ein bisschen anders ablaufen. Ja, ich möchte euch jetzt einfach nur so einen Überblick nach Lehrplan geben, aber bitte nicht dann zu eurer Lehrerin, euren Lehrer hingehen und sagen, hey, das hat aber der Bernhard in einer anderen Reihenfolge gemacht. Nein, ist ganz normal. Das obliegt natürlich dem einzelnen Lehrer, der Lehrerin, das didaktisch sinnvoll dann aufzubauen. Ja, ich denke, das ist euch soweit klar. Um dieses Bremsen weiter zu üben, gibt es auch eine eigene Übung, das sogenannte 30-Meter-Pendeln, das ihr jetzt gerade hinter mir seht, das hier gerade mit dem Auto versucht wird. Beim 30-Meter-Pendeln wird auf 15 bis 20 Meter stark beschleunigt und dann degressiv abgebremst, ab dem Schritttempo ausgekuppelt. In meinem Video zur degressiven Bremsung habe ich genau das, denke ich, auch für euch ganz gut ausführlich erklärt. Ja, nachdem jetzt so schon ein bisschen ihr das Fahrzeug dann in der ersten Fahrstunde kennengelernt habt, im ersten Teil der Fahrstunde wird es dann weitergehen mit dem Lenken. Richtige Lenkradhaltung, richtige Lenkradführung wird besprochen einmal in der Theorie und dann gibt es natürlich auch da eine eigene Übung mit den Stangen dazu. Ja, und zwar gibt es dafür das sogenannte Achterfahren. Ihr seht das jetzt, ich bin gerade hierher gewandert, hier aufgestellt. Es stehen hier Hütchen im Abstand von circa drei Fahrzeuglängen, so zwei Dreiergruppen, die jeweils 2 Meter zueinander. Und da übt man einfach dieses Übergreifen, indem man hier einen Achter fährt. Zur richtigen Lenkradhaltung habe ich euch selbstverständlich auch schon ein Video gemacht, verlinke ich euch ebenfalls unterhalb.
in der Beschreibung. Ja, und nach dem Achter geht es dann weiter laut Lehrplan mit dem Slalomfahren. Beim Slalom werden die Kontrollstangen im Abstand von ca. 2 Fahrzeuglängen, so wie jetzt hier hinter mir, aufgestellt. Es geht darum, dass man einerseits natürlich wieder die korrekte Lenkradführung übt bei dem Ganzen. Und genauso wie beim Slalom wird euch der Lehrer auch hier einiges zur richtigen Blicktechnik sagen. Diese Übungen finden statt im ersten Gang ohne Gas grundsätzlich. Aber ich würde auffallen, mit der richtigen Blicktechnik wird auch das Slalom deutlich gleichmäßiger werden. Ja, das Lerntempo wird nun mal, so ist das bei uns Menschen und vielleicht kann ich das auch ganz kurz an der Stelle aus pädagogischer Sicht von mir einbauen, unterschiedlich sein, das ist ganz normal. Ja. Aber wenn das jetzt sitzt, wenn das funktioniert, dann wird es weitergehen mit den ersten Schaltübungen beim manuellen Getriebe. Bis man bei der Automatik macht es dann automatisch. Aber trotzdem geht es praktisch weiter, dass man eben das Tempo erhöht und unterschiedliche Gänge nützt. Erst wird euer Lehrer mal im Stillstand alle Gänge mit euch durchschalten und dann übt ihr das im sogenannten Schaltkarree. Diese Übung sehen wir hier gerade vor uns aufgestellt. Vielleicht könnt ihr aber auch direkt im Lehrplan euch fast mehr davon vorstellen. Es wird eben hier immer zwischen ersten und zweiten Gang das Schalten jeweils geübt. Wir befinden uns in einem Tempobereich bis so ca. 15 km/h. Ja, und dann in weiterer Folge wird man mit euch auch das Anfahren in der Steigung besprechen. Ich erinnere wie gesagt nochmal an mein Video zum Thema Anfahren, wo ich auch das schon abgedeckt habe. Etwas schneller wird das Ganze dann schon im Spurkarree, wo ihr auch die Breite des Fahrzeuges kennenlernen könnt, sowie beim Seitentasten, wo es einfach auch darum geht, ein Gefühl für das Fahrzeug zu entwickeln und die Dimensionen besser kennenzulernen. Aber gerade Übungen wie das Seitentasten, sage ich euch auch dazu, werden sehr selten gemacht. Stimmt's, Archie? Richtig. Nach dem Zielrollen, wo es vor allem um das Gefühl einfach für die Geschwindigkeit und das Ausrollen lassen des Fahrzeuges geht, geht es weiter mit dem Zielbremsen. Habe ich ja schon so viel geredet, ich glaube, das wird uns jetzt der Archie erklären. Ah, den Archie kennt ihr ja schon sowieso aus mehreren Videos. Jetzt ist er wieder dabei, was mich sehr freut. Und ich habe schon so viel geredet, jetzt erzähl uns ein bisschen was zum Zielbremsen, bitte. Gerne, steht ja gleich neben uns. Wenn wir uns ein bisschen zur Seite stellen, sehen wir das auch sehr schön. Und auch ein paar Kandidaten von uns. Wir haben hier zwei Hütchen neben uns. Moment, die Hütchen müssen wir erst sehen. Das ist unpraktisch, so. Genau. Ja. Jetzt okay. Haben wir die Hütchen drauf. Zwei Hütchen neben uns. Hier beginnt die Übung entsprechend, wie wir sie im Lehrplan gesehen haben. Wir kommen hier aus etwa 30 km/h zu diesen Hütchen. Wenn wir bei diesen Hütchen sind, die erste Übung, eine gefühlvolle Betriebsbremsung, so dass am Schluss die Kandidaten bei der Haltelinie stehen bleiben können. Das ist eine schöne Übung dafür. Wir fahren also mit 30 hierher, beim Doppelhütchen vom Gas, sanft bremsen, beim nächsten Hütchen auskuppeln, auf die Kupplung steigen, beim letzten Hütchen gefühlvoll stehen bleiben. Wenn wir das geschafft haben, machen wir die stärkere Bremsung, so dass man auch im Gefahrenfall richtig bremsen kann. Da braucht man ein bisschen Übung und man muss sich das mal trauen. Funktioniert ähnlich, wir kommen wieder am 30er her, nur werden wir, wenn wir bei dem Doppelhütchen sind, zackig auf die Bremse, auf die Kupplung betätigen und werden schauen, dass wir beim nächsten Hütchen bereits stehen, so dass wir auch die kurze Bremsung entsprechend können. Wenn wir beides können, dann haben wir auf der Straße weniger Angst, wenn der Kandidat zum ersten Mal auf eine Haltelinie zufährt oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Super, vielen Dank. Dann machen wir gleich weiter, würde ich sagen. So, jetzt rein erfahrungsgemäß aus meiner früheren Fahrlehrerzeit. Ich selbst arbeite jetzt nicht mehr als Fahrschullehrer, wie viele wissen. Ich bin jetzt mehr in der Fahrlehrerausbildung und im Investmentbereich tätig. Aber ich weiß, das war aus ca. 6000 Schülern und Schülerinnen, die ich in meinem Leben ausgebildet habe. Jetzt wird dann je nachdem, wie lange ich auch gebucht habe, die erste Einheit dann irgendwann mal ausgehen natürlich. Aber was jetzt, damit wir es komplett machen, nach dem Lehrplan eigentlich noch anstehen würde. In der Praxis wird man das nicht in der ersten Fahrschule üben, sage ich euch gleich, weil das Einparken kommt dann auch erst am Schluss vor der Prüfung eigentlich dezidiert. Aber in der Praxis und in der Theorie ist immer ein bisschen was anderes. Im Lehrplan würde jetzt noch stehen, das erste Einparken üben und ich würde sagen, auch das schauen wir uns jetzt mal hier an. Wir üben das jetzt mit der Fahrlehrerausbildung auch schon, aber ihr seht schon, wir haben sogar eine andere Farbe der Hütchen hier genommen jetzt an dieser Stelle. Schauen wir uns das einfach mal an. Was wird hier geübt? Das Einparken parallel sowie das Reversieren in der Reversiergasse. Ich will euch jetzt aber nicht weiter eben hier dann wieder auf das eingehen. Hier habe ich ja schon ein ausführliches Video dazu erklärt zum Einparken, Reversieren, Garage und das verlinke ich euch an dieser Stelle darunter. Und ja, nachdem das Thema ja erste Fahrstunde ist, werden wir jetzt dann irgendwo hier zum Ende kommen. Man wird mit euch noch üben, das rasche Betätigen.
aller Einrichtungen, aller Betätigungseinrichtungen, das rasche Finden aller Betätigungseinrichtungen, so kann ich es, glaube ich, schöner sagen. Man wird euch noch durchgehen, wie man das Fahrzeug richtig abstellt, aber spätestens dann wird euch wahrscheinlich die Zeit für die erste Fahrstunde irgendwann ausgehen. Es wird in der zweiten Fahrstunde weitergehen, natürlich hier aufbauen mit kleinen Wiederholungen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit einen kleinen Überblick geben über die Frage, was passiert eigentlich in der ersten Fahrstunde, was übt man eigentlich in der ersten Fahrstunde. Diese häufig gestellte Frage und durch die ganzen Verlinkungen, denke ich, wird uns das auch sehr viel helfen, denn es ist einfach viel Information in der ersten Fahrstunde. Und mit diesem Video und den einzelnen Verlinkungen, die ja die einzelnen Teile jeweils schon erklären, könnt ihr euch vielleicht auch wirklich ganz gut darauf vorbereiten, das Ganze ganz gut wiederholen. Und ansonsten, und wie mehrmals schon erwähnt, jeder Fahrlehrer, jede Fahrlehrerin wird natürlich das didaktisch ein bisschen unterschiedlich aufbauen. Aber irgendwo muss man ansetzen, und das ist so ein bisschen lege artis nach Lehrplan, wie man sich das so vorstellen würde. Deshalb machen wir das in der Fahrlehrerausbildung auch so durch. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche habt, Anregungen, bitte einfach unter dem Video kommentieren. Über einen Daumen hoch würde mich natürlich freuen und über ein Abo. Und ja, vielleicht ist ja das Video auch gar nicht so uninteressant für Leute, für Autofahrerinnen und Autofahrer, die vielleicht mal überlegen, Fahrlehrer zu werden und hier ein bisschen einen Einblick bekommen möchten, was man so in der ersten Fahrstunde mit seinen Schülerinnen und Schülern macht. Ich werde mich hier jetzt weiter um die Fahrlehrerausbildung kümmern, um die neuen Kolleginnen und Kollegen und wünsche uns allen alles, alles Gute von Herzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielleicht interessiert sich ja jemand auch von euch für die Fahrlehrerausbildung. Auch das werde ich euch jetzt in diesem Fall jetzt mal, würde ich sagen, unter dem Video verlinken. Alles, alles Gute. Daumen hoch würde mich freuen. Tschüss, euer Bernhard.